I didn't quite catch your request. Und damit herzlich willkommen zu Genshin Impacto. Ja, auf jeden Fall wollte ich mal den Boss machen. Bedeutet, ich hatte Justin ja ein bisschen versprochen. So, du kannst einmal, hier für die Männer nochmal, den Wolf besiegen, beziehungsweise bekämpfen, einmal in der Woche. Genauso wie den Drachen Dvalin, wo ich hier im Stream voll verkackt habe. Ich habe auf jeden Fall... Bist du bereit für die Prüfung? Der Wolf ist ziemlich cool. Adrinus. Ist eine Prüfung, also von daher, wir killen den nicht. Wir müssen den aber... Er ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen tricky, der Kerl. Ich glaube, den kann man auch gar nicht. Ist aber gut, dass er jetzt das kleine Bunny-Ding angreift. Ich muss nur gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Oh, das war nicht so geil. Warte mal. Ah, bei denen muss ich aufpassen. Die sind nämlich nicht ganz so gut, die Mädels. So. Ah, der Wolf ist übel. So, jetzt mach ich den erstmal nass. So. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist Lisa und Mona, weil die mit Strom und mit Dingsbum sehr gut agieren. Obwohl ich echt ein kleiner Fan von der Noelle bin. So, hier muss man ein bisschen aufpassen, aber es läuft eigentlich ganz gut. So, ja, ich habe wieder ganz viele Sachen gesammelt. Ich habe auch mal meine Werkzeuge ein bisschen geupgradet und einfach mal geguckt, wo ich was finde. Also ich habe mich mal ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt und dementsprechend konnte ich dann noch einfach ein paar Sachen bekommen. Das war ganz nett. Und ja, jetzt kann das Upgraden losgehen. Ich hatte erst eine Zeit lang keine Kohle, dann habe ich mir einfach die orangene Blüte gegönnt. Und hatte dann wieder ein bisschen Kohle. Jo, wie man sieht, ich habe hier ordentlich reingebuttert. In Essen. Oh, du Rat, Alter, hat er mir 50% HP abgezogen. Okay, den kann ich jetzt so nicht angreifen. So, muss ein bisschen Timing abwarten. Warte mal, vielleicht mache ich das mit der Noelle. Im Gegensatz zu den anderen Mädels hat die ordentlich HP. Während die Lisa 5000 hat. Während die Lisa knapp 5000 hat und die Mona 6,3. Die Ember knapp 6000. Muss ich gestehen, hat die Noelle 10.000. Ist ein kleiner Tank geworden für mich. Vor allem halt die auch mein Team. Oh, jetzt macht er diesen... Ja, voll ein Wolflauf. Das war nicht so geil, weil wenn die nämlich dieses, ihre Fähigkeit macht, halt die das Team. Ach komm schon, hör auf das zu spammen, das ist ja grausam. Steady.
Hammer kannst du vergessen. So, jetzt erstmal die Mädels heilen. Noelle, das machst du super. Okay. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Hoffentlich hat er mir jetzt den... Oh, jetzt kann ich meine Kombi nicht setzen. Mist. Aber okay, der hat mir zumindest den Boss nicht versaut. Ja gut, zu zweit ist der echt mies. Beziehungsweise ist der echt easy. Ah, die Lisa macht mittlerweile gut Schaden. Das sieht sehr gut aus. Aber die Lisa braucht wieder ein bisschen Heilung. Gut, Wolfspakt abgeschlossen. Wunderbar. So, ah, der hat die Blüte aufgemacht. Da muss ich auch machen, okay. Kostet 60 Harz. Rausch des Gladiators. Ja, das gab guten Loot. Kann man nichts... Kann man nicht meckern. Ansonsten den Drachen muss ich selbst machen. Ich würde sagen, das war der Wolf. So, ich muss gucken, wie viel von dem Urgestein ich mittlerweile besitze. Aber da sollte eigentlich auch einiges zu sein. Ja, knapp 1000. Also es war eine Menge. So, was habe ich denn bekommen? Hier, das hier. Ah, da kann ich jetzt was Schönes bauen. Super. Muss ich nur die Zutaten sammeln. Okay, kein Problem. Kriegen wir hin. Habe ich hier irgendwas Neues bekommen? Ja, hier habe ich einige Sachen bekommen. Aber ich weiß nicht, ob die von dem Wolf waren. Rausch des Gladiators. Ich muss mal gucken, vielleicht sollte ich das der Noelle geben. Weil mit der kämpfe ich doch sehr häufig. So. Was trägt die denn? Rausch des Gladiators. Oh, habe ich zweimal. Ah, das ist cool. So, Berserker, Set mit 4 Teilen, erhöht die kritischen Treffer, erhöht bei kritischen Treffer, die weniger als 70%, bei weniger als 70% leben, zusätzlich um 24. Ich weiß nicht, ob das so super ist, aber Berserker-Outfit ist eigentlich ganz gut. Jetzt will ich mal was gucken. Haarreif des Verbannten. You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? One cube or two? I want 2 cubes, please. Ah, die Noelle, super. Die sagt die ganze Zeit so irgendwie so total liebe Sachen. Was haben wir denn hier? Kritisch Treffer und Verteidigung. Hier haben wir Elementarkunde und Aufladerate. Ist vielleicht für die Lisa gar nicht schlecht, obwohl ich das gerne für die Mona hätte. Warte mal. Das gebe ich der Mona. Angriff, Angriff, Verteidigung, Crit. Das Ding ist natürlich super. Angriff, Verteidigung, Angriff, Lebenspunkte, Angriff, Elementarkunde. Hier, Aufladerate und Verteidigung, Elementarkunde, Aufladerate. Ah, die Verteidigung würde ich für die Mona gerne behalten. Dann kann die Lisa das doch tragen. Ja, ja, ist ja gut, Mädchen. Warte mal, Ausbilder, okay, hier kann ich Verbannter, Aufladerate um 20%.
Ja. Gut, dann hat die Lisa das, was sie konnte. Die Ember müsste eigentlich auch noch ein paar schöne Sachen bekommen. Aber ich glaube, so viel... Warte mal, Sid mit die Aufladerate um 20%, Elementarkunde, Crit-Angriff-Aufladerate, das ist ganz gut. Whenever you need me, I'll be there. Jo, ansonsten, der Rest ist eigentlich relativ... Mit denen habe ich mich noch nicht befasst, vielleicht sollte ich das mal machen, aber ich bin mit meinem Squad eigentlich voll zufrieden. Na gut. So, Moore habe ich auch einiges gesammelt. Jo, ich bin jetzt eigentlich dabei, hier diese 4-Sterne-Dinge erstmal ein bisschen aufzuwerten. So, Materialien mit bis zu 3 Sternen. Automatisch hinzufügen. Level 10, das gibt 24% Lebenspunkte. Level 16 ist Maximum. So, warte mal, ich nehme mal diese drei Teile-Dinger. So. Jo, 29%. Ach, eigentlich kann ich das Y-Dingsbums benutzen. So, kriege ich das mittlerweile? Du kannst nur schon benutzte Gegenstände verwenden. Bei den anderen 4-Stern-Dinger bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die benutzen möchte oder nicht. Dementsprechend... Jo, Waffen. Kann ich noch nicht, weil ich Abenteurerstufe 30 sein muss. Hier brauche ich noch ein bisschen was. Aber das ist bekannt. Jo, Noelle, Lisa, Mona, Ember. Ja, die Mädels haben eigentlich alles fertig. Bei dem Bogen bin ich mir nicht so ganz sicher. Den würde ich gerne aufwerten. Dazu muss ich das Zeug finden. Das findet man dienstags und freitags. Okay, ist ja schon fast Dienstag. Gut. Alles klar. Ist der Typ weg? Ja, ne? Nein, ist er nicht. Gut. Und dann will ich nochmal auf... Will ich nochmal gucken, ob ich diesmal Dwalin schaffe. Sollte aber machbar sein. Ich bin gerüstet. Ich habe extra gefarmt wie ein Bekloppter. So. Was? Truppenstufe etwas niedrig? Das kann nicht sein. Truppenstufe 40 habe ich doch. Ach so, wer weiß, was mit dem ist. Ja, der ist ein bisschen runter. Da muss ich den mal runterhauen. Tut mir leid. Den kann ich nur solo machen. Also ich weiß gar nicht, ob er mich eh verstanden hätte, wenn ich mit ihm geschrieben hätte. So. Jo, mit meinem Squad bin ich eigentlich zufrieden. Da bin ich mal gespannt. Ich muss die Noelle noch ein bisschen hoch leveln und die Mona... Die sind noch nicht auf Stufe 50. So. Abbrechen. Äh, 300 Sekunden lang. Ja, das nehme ich mal. Crit-Treffer für 300 Sekunden. Angriff. Wunderbar. Und das später. Na komm, mein Bursch. Ich muss erstmal mit der Noelle die Lisa ein bisschen heilen. Dann bin ich nämlich wieder ohne Heilung reingegangen. Na kommt, Dwalin.
Ja, das bringt definitiv mehr. Ja, die Noelle ist super. Kann man sagen, was man will. So, guck mal, wie viel die heilt. Das ist eine Menge. So, ich glaube, die Noelle sollte ich auch wirklich als Tank hier weiterhin benutzen. Das lief ganz gut. So, was macht denn er jetzt? Ah, jetzt fängt er wieder mit dieser Scheiße an. Ich habe auch ein bisschen mehr Ausdauer bekommen, weil ich ein paar Geo-Dingsbums drin hatte. Also das verstehe ich ja noch, weißt du? Aber beim letzten Mal, dass er einfach alle einsetzt, das war ein bisschen weird. Also beim letzten Mal, als ich gegen den Angriff gekämpft habe, waren ja all diese Dinger hier unter Strom. Und da muss ich halt sagen, das verstehe ich dann wiederum nicht. Kriegt ihr überhaupt Schaden? Nee, ne? So. Na komm schon, Dvalin. Eigentlich ganz gut, dass die Noelle das aushält. Ja, 226, alle drei oder zwei Schläge, das ist eigentlich ganz gut. Die Noelle ist super. Kannst du sagen, was du willst. So. Okay, mit ihrem Steinschild kann sie also ordentlich... Kartoffelpuffer habe ich doch extra dafür gemacht. Jawohl. Davon noch mal was. Davon noch mal was. Erhöht der Angriff aller Truppen 300 Sekunden um 80 Punkte. Wirkung ist mehr auf eigene Figuren beschränkt. Was haben wir hier? Stellt 60 Ausdauer weg. Verringert beim Rennen die gebrauchte Ausdauer. Ja, ich weiß nicht. Nee, das reicht eigentlich für die Noelle. Das hat dem ordentlich abgezogen. Das hat dem wehgetan. Tja, Dvalin. Mein Lieber. Obwohl er ja eigentlich ein guter ist. Es macht sich auf jeden Fall bemerkbar, dass ich mich mal um die Waffen gekümmert habe. Ich habe keine Ahnung, warum hier die Dinger nicht da sind. Jetzt aber. Na komm. Mein Bursch. Jawohl. Das war jetzt nicht unbedingt viel. Super. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich mit der Lisa irgendwas machen kann. Der steht unter Strom. Oh, dass ich mit Start diese Scheiße verlassen kann, nervt ein bisschen. So. Der Magen von den Mädels geht aber relativ schnell leer. Ah, der fängt jetzt wieder an mit Dingsbums.
aber ich kann jetzt wesentlich länger schweben, weil ich glaube, ich bis jetzt bis dahin zweimal es geschafft habe, meine Ausdauer zu erhöhen. Ich bin jetzt bei 200. Jo. Die Geomonolithen sind bei mir auf Stufe 5. Die Animos auf... Wow! Die Animos, glaube ich, schon auf Stufe 9. Na kommt, Valin. Der hat gefressen. Der hat richtig gut gefressen sogar. Mal gucken, was macht er jetzt. Hier muss ich raus. Hier fresse ich einfach zu viel Schaden. Hier habe ich zu viel Schaden gefressen. So, okay, es läuft ganz gut bis jetzt. Ich glaube, ich darf den Kampf nur nicht zu lange setzen. Ist eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich mein Special frei. Nein! Wieso? Och, Noel, bitte. Na egal. War jetzt nicht so optimal. Da hatte ich keine Ausdauer mehr. Hallo, ich würde gerne... Oh, manchmal dieses Doppel-A klappt manchmal nicht. Ich weiß, also dieses Gleiten, das ist noch gefühlt ein bisschen buggy. Ja, wir wissen ja, was du machst. Boah, das war knapp. Okay. Das da. Und das da. Dann ist die Noelle aber auch voll gefressen. Jawohl, den Schlag konnte ich dir noch mitgeben. Du Lümmel. Ja, Dvalin, ich bin ein bisschen vorbereitet auf dich, mein Freund. So leicht mache ich die jetzt nicht mehr. Er kriegt mittlerweile richtig gut auf die Schnauze. Das gefällt mir nicht. Vielleicht sollte ich mal zu Lisa wechseln. In der Hoffnung, dass die vielleicht ein bisschen besser hinkommt. Ja, die haben nicht genug Range. Das war okay. Die Noelle wieder. Ich will jetzt einfach drauf. Dann halt ihn nämlich. Ah, das waren fast 1000. Ja, 600 waren das. Die sie geheilt hat. Das war für die Lisa schon mal ganz gut. So schnell wie möglich weg hier. Ihr habt nicht genug Ausdauer. Na, zwei Schläge hätten gereicht. Macht aber nichts. Jetzt klappt's auf einmal. Weißt du, jetzt stellt er alle unter Strom, bis auf den einen hier. To serve you.
oder muss ich den Kartoffelpuffer nehmen? Nein, die stehen jetzt alle unter Strom, außerdem, wo ich sitze. Vielleicht habe ich beim letzten Mal auch einfach nur falsch gewechselt. Yo, das hat mir einfach viel zu viel Leben abgezogen. Na, Dvalin, komm her. Warte mal, vielleicht sollte ich die nochmal benutzen. Das nochmal benutzen und das nochmal benutzen. So, dann kriegt die Mona nochmal was zu essen. Hat sie nämlich auch verdient. Jetzt aber schön drauf. Na komm. Zwei, drei, vier. Na super. So. Ich will nicht wissen, wie der jetzt abgeht. Wenn ich eben es nicht verkackt hätte, hätten wir es schon längst geschafft. Aber nein. Du Ratte. Na, jetzt geht er ab hier. Na, aber es macht ja jetzt nichts. Jetzt haben wir ja den größten Teil hinter uns gebracht. Na, viel Schaden ist es jetzt nicht, ist trotzdem nervig. Erstmal ein bisschen. Ich glaube, da kann man nichts machen. Das hat er beim letzten Mal viel zu früh gemacht, oder? Ich war einfach zu langsam. Die Noelle mache ich nochmal voll. Hallo, ich würde gerne... Oh, komm schon, ernsthaft. Oh, Herausforderung bestanden. Super. Mach's gut, Drache. Tschüss. So, was haben wir denn bekommen? 60 Harz. Furchteinflößende Berserker-Maske. Berserker-Sanduhr. Sanduhr-Ausbildungsstoppuhr. Türkisbruchstück. Berserker-Zeug. Ja, ganz viele Sachen. Die ich leider nicht wirklich einordnen kann. Jo, aber immerhin haben wir es geschafft. Das war Dvalin. Und der Wolf, die beiden Bosse, die man einmal in der Woche machen kann. Da hatte ich am Wochenende relativ Glück, dass ich es auch verkackt habe und mich dann nochmal wirklich Sonntag hingesetzt habe und habe mich mal um meine Figuren und meine Mädels gekümmert. So, was haben wir denn hier? Nachrichten. Heute war ich in Wolflauf. Super. Okay. Dann kann man das löschen. Kann ich den mehrmals machen? Ich fände es ein bisschen komisch, wenn ja.
Aktualisierung der Schätze, Montag 4 Uhr. Verbleibende Möglichkeiten zum Sammeln von Schätzen 0 von 1. Das bedeutet, ich kann keine Schätze mehr sammeln. Ich kann den Boss aber trotzdem noch machen. Ah, ich verstehe. Aber es bringt halt nichts, wenn ich da keine Schätze einsammeln kann. Okay, ich verstehe. Du kannst die Bosse also normal, glaube ich, immer machen, außer bei dem Wolf hier. Da muss dann halt ein Schwert in der Nähe sein, das zeige ich euch mal. Ansonsten kann man den Wolf nicht herausfordern, aber den Sturmschrecken, den Dwalin, kann man durchaus machen. Allerdings gibt es da keine Schätze. Ich glaube auch nicht, dass sich das wirklich lohnt mittlerweile. Ich habe nur noch 3 Mondgesteine. Von daher... Jo, gibt es hier irgendwie ein... Warte mal, ich habe doch einen Ereignispass freigeschaltet. Jawohl, Wochenaufträge. Stufe 10. Stufe 11, das war super. Und so ein Dingsbums. Ah, okay, super. Wunderbar. So, jetzt will ich aber nochmal zum Händler. Ich habe nämlich ganz viel Sternstaub mittlerweile gesammelt. Nicht mit Sternglanz, sondern mit Sternstaub. Warte mal, erstmal will ich gucken, welche von den Dingern ich eigentlich haben will. Ich bin eigentlich eher auf der Suche nach guten Waffen erstmal. Das bedeutet, ich brauche die bunten. Ich brauche die bunten, okay. Ich brauche die bunten. Wunderbar. So, ich zeige euch das nochmal kurz aus meinem Wolf und dann sind wir hier eigentlich fertig. Mal gucken, ob ich das auch so hinkriege. Müsste eigentlich. Gibt es hier eigentlich irgendwas? Man weiß hier echt nie so ganz genau, wo man nach... Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich bis jetzt noch keinem Online-Spiel, schon gar nicht in einem Free-to-Play-Spiel, wo ich wirklich... drauf und dran war, die Gegend zu erkunden. Das muss man einfach sagen. Das macht Genshin Impact eigentlich ziemlich genial. Weil hier bin ich echt die ganze Zeit am Rumlaufen und gucke mir alles zweimal an. Vielleicht schaffe ich das mit Springen, aber ich glaube nicht. Nein! Okay. Wie schon gesagt, wenn du normal kletterst, verbrauchst du weniger Ausdauer und kommst höher. Kriege ich das hin? Na komm schon, Noel. Pfui, die Böses denken. Guck ich mal lieber so. Ansonsten muss ich da noch einen Jugendstempel reinsetzen. Okay, ich brauche nicht mal die Hälfte. Das ist weird. Jo, genau, und wenn du dich halt mit dem Wolf hier anlegen willst, da muss dann hier so ein Schwert da sein. Das kommt aber nur einmal in der Woche, glaube ich. Und ja, ich glaube, mit Dwalin kannst du dich dauerhaft boxen, aber es bringt halt nichts. Und vor allem muss ich mein Mondgestein erstmal wieder auffüllen. 3 von 120 hier. Wenn du Probleme mit Kohle hast, dann nimm einfach ein bisschen Mondgestein und jag diese Blumen. So hatte ich das nämlich. Ich hatte nämlich richtig coole Waffen, wollte die alle aufleveln, hatte aber kein Mora. Dementsprechend habe ich einfach mal diese Blume hier markiert. Dann konnte ich die immer so ein bisschen verfolgen. Habe die paar Mal gemacht. Das hat auch super funktioniert. Und ja, da gab es dann immer 28.000 Mora. Das war super. So, diese Statue der 7 kann auf Level 10 geupgradet werden. Das bedeutet, es gibt noch insgesamt... Zu mir wurde gesagt, es gibt einen von diesen verlorenen Animoculus, brauche ich 15 und habe aktuell 0 hier gespendet. Es gibt 10... Es gibt ein Animosi... hier so ein verlorener Animoculus gibt es jetzt insgesamt... Kannst du noch 16 sammeln. Auf Stufe 10 ist es, glaube ich, auf Maximum. Aktuell noch. Das bedeutet, ich muss noch ein paar sammeln.
Und kann dann diese Statue dann durchaus fertig leveln. Das hatte ich natürlich dann auch vor. Nur ist es... man weiß nie so wirklich, wo... Also es gibt natürlich, kannst du im Internet hier diese Karten ansuchen, wo die stehen oder nicht. Aber ich sag ganz ehrlich, das will ich eigentlich noch nicht. Ich will erstmal gucken, ob ich die so finde. Weil dann habe ich nämlich besser das Gefühl, dass... Habe ich ein bisschen besser das Gefühl, dass ich wirklich das erreicht habe und nicht einfach... Ich habe eine Karte und die... feile ich dann ab. Warum ich die Blüten jetzt nicht sammle, um ein bisschen Mora zu bekommen, liegt einfach daran, dass ich nicht genug Mondgestein habe. Du brauchst nämlich 20 Mondgestein für... um die Dinge einzusammeln. Das machen wir dann am Wochenende. Ich sammle hier am Wochenende, ich sammle unter der Woche von diesen Dingern einfach ganz viele. Versuche viele verwobene Schicksale und so Kram zu bekommen und dann machen wir einfach das Unboxing am Wochenende. Von denen habe ich ein paar gesammelt. Da findest du ab und zu mal ein paar Schreine, Patronen, die du öffnen kannst. Dafür brauchst du so einen Schlüssel. Jo, ansonsten, was gibt's hier sonst noch zu tun? Abenteurergilde, da muss ich mal hin. Einfach aus dem Grund her. Dass meine Abenteurer auf Dingsbums waren. Auf Suche. Und ja. Gibt mittlerweile, ich weiß nicht woran es liegt, was jetzt der Grund ist, aber mittlerweile am Anfang kann man 2 zur Erkundung senden. Und mittlerweile kriege ich 3 hin. So, Barbara, was hast du mir mitgebracht? 5000 Mora, super. Wenn ich gewusst hätte, dass ich aber beim nächsten Mal... Wenn ich gewusst hätte, dass ich beim nächsten Mal diese Dinger nicht brauche, dann hätte ich das anders da gemacht. So, von denen brauche ich auch keine. Mora brauche ich jetzt auch nicht mehr. Deswegen würde ich eher sagen, hier so metallene Sachen. Weil, warte mal, da setze ich mal den Xinqui. So, was haben wir denn? Mondstadt. Figur wählen, verkürzt die Erkundungszeit innerhalb des Einflussbereichs von Mondstadt, verbrauchte Zeit um 25%. Das ist ganz gut. Ich denke mal, die nehme ich. Von denen kann ich am meisten gebrauchen. Dann mal nochmal die Barbara. Wunderbar. So, dann will ich mal gucken, hat der Schmied noch irgendwas? Bei dem habe ich mir letztens einen Bogen gebaut. Dafür brauche ich noch 50 Kristalle und 50 weiße Erze, genauso wie hier. Den Mondschein-Prototyp würde ich mir gerne bauen lassen. Einfach, damit ich den verfeinern kann. Ich habe mich für den Mondschein-Prototyp entschieden. Auf Facebook wurde mir ein Schwert empfohlen. Fügt Gegnern bei Treffern mit Standardangriffen und heftigen Schlägen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% zusätzlichen Schaden im Höhe von... Oh, das ist ganz gut. Weißer Schatten hört sich auch gut an. Erhöht den Angriff und die Verteidigung bei Treffern mit Standardangriffen. Ist auch ganz nett. Mondpicke, da habe ich noch nichts von. Oh, Illustration vom Landen. Katalysator. Goldüberzug steht bei Anwendung von Spezialfähigkeiten 6 Sekunden lang alle 2 Sekunden 4 Punkte Elementarenergie wieder her. Oh, stellt außerdem alle Truppenmitglieder bei... Oh, das ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Ich glaube, ich sollte mich hier echt mal ein bisschen umschauen. Ja, ansonsten habe ich nichts zu machen. Ich würde sagen... Ey, es macht einen Monat. So, ansonsten macht's gut, Leute. Haut rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Graf. Ciao.